Und damit willkommen zu einer weiteren Folge der Legend of Zelda. Bratz von die Fratz mit mir, dem kleinen Fratz, dem Terminatz. Ja! In der letzten Folge haben wir endlich alle Kontrollpunkte gemacht. Auch die, für die ich ursprünglich zu blöd war. Ja, ich rede von dem hier. Ist Metall. Haben Magnet. 17. Auf jeden Fall gehen wir jetzt da runter. Und man sieht schon, da werden wohl Wächterchen kommen. Das ist kein Problem. Ich habe meine Wächter-Axt plus, also fuck you. Hallo? Ich fühle mich sicher. Durchgang. Warte. Voll die schlaue Mongo-Idee. Ich baue mir hier so ein bisschen Schutz hin. Wenn ich mich im Arsch lecken. Haha. Nichts gibt's. Weil vier Stück, die alle Laser schießen, das wird lustig, weil ich habe keine Fee mehr. Ich muss nach Kakariko zurück danach. Das sieht nicht gut aus, habe ich so das Gefühl. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme. Meine Eissäulen sind weg. Ist das was Gutes? Es ist blau. Nope, das ist was Schlechtes. Das ist was Schlechtes. Nope. Lol, und es kommen noch vier Wächter. Ganon hat dieses Monster geschickt. Vor 100 Jahren hat es mich. Okay, du bist also doch tot. Das ist schön. Aber du kannst es schaffen. Ja, locker, du bist tot, ich werde es schaffen. Ich werde wegrennen. Pfeilespam werde ich tun. Seine Lanze. Damit hat er eine hohe Reichweite. Ja, gar nicht. Das war überhaupt nicht purer Luck. Also erstmal ein paar davon aufstellen, weil der hat mich gerade gerettet. Das funktioniert soweit auf jeden Fall ganz gut. Ich frage mich, was passiert, wenn ich direkt gefallen bin. Nicht so viel mehr, als wenn ich normal einen Pfeil schieße. Was ist denn das Ding? Ich habe verstanden. Ein Elektropfeil. Wo bist du? Da. Au. Aber, ey. Fuck. Das gefällt mir so überhaupt nicht. Danke vom Leib, mein Freund. Oh! Ich dachte, das stand dich eher. Aber hat es nicht. Gut, auf jeden Fall können wir jetzt Abwehrfutter futtern. Davon habe ich etwas. Hier. Jo. Abwehrfutter. Dann noch so ein Baby essen. Ich mache das gut. Hinter dir baum bringt gar nichts. What? Ich habe nicht mitgekriegt, was passiert ist. Er war nicht ganz tot, oder? Willst du mich verarschen? Das gefällt mir. Jetzt ist nicht mehr viel Platz zum Ausweichen. Ja, danke, dass du mir das sagst. Wäre ich jetzt selber nicht drauf gekommen. Fuck. Da runterschießen? Also muss ich auf den Bogen arbeiten. Pass auf! Ich will nicht aufpassen.
Fuck. Ey. Ich mach das ehrlich gesagt nicht, ich geh mal auf die andere Seite. Nee. Dann schieße ich dir in dein Auge. Gotcha. Dir ist klar, dass das weh tut. Ganz hart die Kerze von dir. Nein, lass das. Wo gehst du hin? Geh mal bitte darüber. Darüber nicht. Schon wieder weniger. Okay. Lass mich im Arsch lecken. Ja, komm, mach Cookie Cookie. Du bist kein Cookie Cookie. Kannst du diese Eisblöcke nicht irgendwie aufhalten? Doch, kann ich. Oh. Matsch. 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 Okay, das ging doch klar. Das ist auch voll nervig, wenn der rumschwimmt, kann ich ja gar keine coolen Waffen benutzen. Die müsste ich ja dann auf ihn werfen. Das geht gar nicht. Das ist sowieso nicht im Wasser. Hast du damit aufgehört? Okay, dann waren das die Bodendinger keine Wächter. Das ist ja fast schon beruhigend. Aber naja. Oh, wir kriegen sogar einen Herzcontainer. Das ist süß. Das gefällt mir. Gib es mir. Gib es mir. Nee, lass ich liegen. Nee, gefällt mir. Hui, ein Herzchen. So, jetzt machen wir das. Dann ist gut. Wie kann ich nicht mehr betreten? Wie meinst du das? Ich müsste alle Kisten gedootet haben. Ich habe keine Ahnung. Wieso nicht mehr betreten? Das finde ich ganz schön frech. Finde ich ein bisschen frech. So geht gar nicht. Danke, Link. Du hast meine Seele befreit und Ruta zurückerobert. Aber unsere Unbeschwertheit von damals, diese Zeit ist vorbei. Diesen Fisch? Ich habe keinen Körper mehr. Das heißt, meine Heilkraft ist nutzlos geworden. Ich brauche sie nicht mehr. Aber dir könnte sie hilfreich sein. Meine Gabe. Mifas Gebet. Sag tot. Wie in Pokémon. Jetzt kann ich für immer fliegen. Diese ganze Zeit hatte ich mich meinem Elend hingegeben. Als ruhelose Seele war ich hier eingeschlossen und dachte, ich müsste alle Ewigkeit ganz einsam hier verbringen. Aber dann kamst du und hast mich gerettet. Ich bin froh, dass ich dich noch einmal sehe. Und von nun an wird meine Kraft dich auf deinem Weg begleiten. Deshalb kann ich jetzt endlich Frieden finden. Ich sollte mich aufmachen. Ruta und ich müssen unsere letzte Pflicht erfüllen. Wir müssen dich beschützen, wenn du in Schloss Hyrule gegen Ganon antrittst. Diesmal werden wir es schaffen. Link, bitte hilf ihr. Bitte, rette die Prinzessin.
Okay, darf ich reden? Darf ich oder darf ich nicht? Die hätten das auch machen können, dass in jedem dieser Titanen. Oh, okay. Nochmal so ein Becken ist, wie Link halt drin war. Und das kann man die Recken gehalten hat, weil er sonst die Titanen nicht steigen kann. Oder irgendwie so. Oh nein. Bisschen traurig, aber gut. Wieso geht er jetzt runter? Da war ein Schrein. Geil, ein Elefantenlaser. Mit deiner Kraft können wir Link noch einmal zur Seite stehen. Du musst ihm helfen, wenn er in Schloss Hyrule gegen die Verheerung Ganon kämpft. Greife Ganon an und nimm ihm seine Kraft. Schwäche ihn, so sehr du kannst. Das ist alles. Mehr können wir nicht mehr für Link tun. Das wird unser letzter Auftritt. Wenn Ganon versiegelt wird, kehrt der Frieden zurück nach Hyrule. Das war's dann für uns beide. Dann haben wir unsere Pflicht erfüllt. Ob es meinem Vater wohl gut geht? Ich war keine sehr gute Tochter. Ich habe ihm immer Sorgen bereitet. Ich wünschte, ich hätte ihn noch einmal sehen können. Boah, warum müssen die tot sein? Das finde ich jetzt schade. Ich mag die Soras. Außer die alten. Die mag ich nicht. Hallo. Das ist ganz normal, dass ich manchmal als Schein vom Himmel komme. Mifas Gebet enthält die heilende Macht Mifas. Gehen dir die Herzen aus, wirst du automatisch mit allen Herzen wiederbelebt. Sogar über das Maximum hinaus. Alles klar, erstmal umbringen. Erstmal umbringen? Ich weiß nicht, erstmal umbringen klingt trotzdem noch schlecht. Hallo? Ich habe irgendwo einen Schrein gesehen, wo war denn der? Kann mir das wer sagen? Lol, warte. Mikausee, Lulusee, Totosee. Wisst ihr, was lustig ist? So heißen noch die Soras aus der Band von Majora's Mask. Außerdem gibt's da Stuff. Da gibt's Stuff. Und hier ist natürlich der Rotosee. Den mag ich aber nicht, der kann mir gestohlen bleiben. Irgendwo hier waren. Jabu ist auch da. Heißen die alle? Nach irgendwas? Ja, warum sehe ich das? Alles klar, auf jeden Fall. Ich hätte jetzt gerne den letzten Schrein hier noch gefunden. Ach, hier steht jetzt der Titan. Der ist auch auf einem Berg. Ich teleportiere mich mal hin. Und dann sehe ich den Schrein und dann ist gut. Weil das hätte ich jetzt schon gern noch das letzte Abzeichen. Manche Schleime explodieren, wenn sie angegriffen werden. Das ist super. Ein Elefanti! Ja, guck mal, der hüpft hier fein. Was war denn das, was du zuletzt von zu dir genommen hast? Was? Ah, okay, ich verstehe. Feuerschleim macht Bumm. Wow, den gleichen Tipp hatten wir ja vorher nicht schon so. Hallo Elefanti, wo bist denn du?
Hi. Dir geht's gut, das freut mich. Da sie jetzt Schloss, muss jetzt dieser Schrein. Scheiße. Wie ist es gefährlich, sich ihm zu nähern? Was soll denn das heißen? Ich wollte jetzt eigentlich nur nach einem Schrein gucken. Was machst du? Hä? Ja gut, dann halt nicht. Da drüben ist schon wieder dieser Elektro-Tänzer, oder was? Nein, das ist eine Lampe. Okay. Ich will aber jetzt wissen, wo dieser Schrein ist. Ich will mich dem lustigen Elefant hier auch nicht nähern. Ich will nur den Schrein sehen. Hui. Der muss doch irgendwo in Richtung Stausee sein. Was ist das eigentlich für ein Wegpunkt gerade? Ja, nee, keine Lust. Wir haben einen Schrein gesehen, lass mich dahin. In welche Richtung war der Stausee? Da, lass mal ganz kurz. Muss ich da hin? Ich will da nicht hin. Grün war das. Der Schrein müsste da unten irgendwo sein. Da! Easy. Dann kann das wieder weg. Hast du gut gemacht. Da ist so ein Elektro-Tänzer. Er kann mich mal kreuzweise. Habe ich Gegenwind? Was ist das? Irgendwas hat geruckelt. Ich mag es nicht, wenn es ruckelt. Ruckula. Erstmal ein bisschen tiefer. Ach nö. Ach nö, nö. Ich habe harten Gegenwind. Ich muss aber über Land kommen, sonst habe ich ein Problem. Da, okay. Könnt mich am Arsch lecken. Ach du Scheiße. Komm ich da hin? Ich könnte auf einen Berg klettern und dahin schweben. Sonst sind hier überall Stakels oder wie? Ey, du da. Und du auch. Na, die Axt zerbricht gleich. Ich weiß nicht. Benutze ich die halt noch. Komm. Okay, ich muss schneller zuschlagen. Okay, 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 okay. Dann nehmen wir dich. Wir geben den Rest. Noch ein neuer Speer. Starke Exallanze. Ist die auch besser als die, die ich jetzt schon habe? Nein, die ist harter Bullshit. Wie komme ich denn da? Ich hüpfe da jetzt einfach gleich drüber. Leck mich am Arsch. Dann porte ich mich weg. So sieht's aus. Da es jetzt nicht mehr regnet, kann ich ja easy klettern. Was ist das? Ah, oh, nix ist da. Und go! Rukoma-Schrein. Alles klar, natürlich werde ich mir merken, wie du heißt. Mal schauen, was gibt's denn hier Tolles? Kaltes Wasser ist kalt und das ist kalt und super scheiße. Betten. In Betten kann man schlafen. Ich soll die Tipps schreiben, ey. Ich soll die Tipps schreiben. Lass mal sehen, was gibt es hier? Gibt es hier... Die fünf Flammen. Das ist mir doch schon wieder zu hoch. Oh Gott. Sehen wir uns mal um. Was gibt's denn hier? Da oben gibt's Truhen. Das ist ja ganz toll. Da komme ich nicht hin. Aha. Ah, ich muss das drehen und dann ist das an. Okay. Mach mal was. Was eigentlich?
fuck. Ach komm, muss ich jetzt echt Pfeil dafür nehmen, dass ich... Ich habe keinen Bogen ausgerüstet. Ja, komm, dafür reicht der Reisebogen nur aus. Hoppala. Ah, jetzt sehe ich auch die Pfeile. Ist das jetzt wieder an? Ach so, ich muss die ganzen Dinger anmachen, ohne die wieder auszumachen. Jetzt ist das aber aus. Ich hab verkackt oder was? Toll, Terminus. Kann ich das anmachen? Kann ich einfach Pfeile ver... Nee, kann ich nicht. Habe ich echt verkackt? What the fuck? Ja, aber Leute. Wir haben... Mal ganz kurz resetten. Instant verkackeiert. Instant. Wir haben relativ viel Geld, aber das muss gar nichts heißen, wenn ich mehr Pfeile kaufen muss. Das muss absolut gar nichts heißen. Oder wenn ich mal zu den blöden Kottifäden muss. Die mein ganzes Geld wollen. Die mag ich nämlich auch nicht. Hahaha, die mögen mein Geld. Ich gebe denen aber nie mein Geld. Kämpfe, manche Monster kämpfen. Aua, jetzt tut mein linker Arm irgendwie weh. Ja, ich mich gerade verrenkt. Das ist unangenehm. So, brennt's wieder. Jetzt weiß ich nämlich auch, wie sich die Scheißdinger bewegen. Pass auf. Wir machen jetzt erstmal keine Feuerpfeile. Erstmal den hier. Und ich krieg meinen Pfeil wieder. Gut, jetzt darf ich dich nicht noch. Hallo? Ja, eben, ich wollte gerade sagen, das soll ich nicht scheißen. Dann mache ich zweimal den hier, würde ich sagen, weil ich jetzt nicht nach unten darf. So, und so. Wenigstens verschwendet man nicht unbedingt Pfeil. Dann ist das da drüben auch an. Dann muss noch das da oben angemacht werden und das mache ich mit einem... Wohin das? Also ich so mache. Hör auf zu grunzen und so. Und jetzt sind die alle an. Jetzt muss ich lediglich noch den hier anschießen. Ist nicht fertig. Doch, ist fertig. Weil dahinter war noch eine Fackel. Und die hat sich jetzt auch angezündet. Mein Problem ist. Wie soll ich denn da hochkommen? Was ist denn das für ein Trick? Nein, wollte ich nicht. Was ist denn das für ein Trick? Hier gibt es ja auch keinen Wasserfall, den ich hochschwimmen kann. Kein Aufwind, den ich nutzen kann. Und ich hab's kaputt gemacht. Großartig. Damit das versteht nicht, wie ich zu den Kisten hinkommen soll. Ich soll das einfach abfackeln. Weh, da ist nichts Gutes drin, was das lohnt. So, Reisebogen kaputt. Habe ich keine allzu guten Wörter mehr. Und ich kann meine Sprache nicht. Oh. Das ist aber auch nicht so gut wie den ich hatte. Feuerpfeile. Ich warne dich. Okay, auf jeden Fall können wir jetzt das lustige Siegel der Verblödung holen. Und dann ist gut. Dann können wir bei den Soras, glaube ich, noch aufleveln einmal. Und dann ist gut. Du hast meine Prüfung gemeistert. Und ich zweifle, bist du ziemlich krass. Ach, weißt du was? Überspringen. Ist ja nicht so, dass ich das schon tausendmal gehört habe.
Beziehungsweise einmal und dann habe ich alles übersprungen. Ja, geh weg. Weiche, alter Mann. Ja, eigentlich könnte ich die Folge beenden, aber wir haben jetzt gerade 4 solche Dinger. Ich teleportiere mich zu den Soris. Und ich habe da, glaube ich, eine Göttinnenstatue gesehen. Glaube ich tatsächlich zu meinen. Bockblind. Boah, ich will irgendwie coole Tipps. Die sind alle doof. Alle doof. Doof. Hallo. Und tschüss. Sumpf von Randell. Ja, gut. Mehr gibt's ja erstmal nicht zu tun. Tschüss. Auf jeden Fall holen wir uns jetzt. Boah, ich weiß gar nicht. Will ich ein Herz oder will ich ein Ausdauer? Ich glaube, ich will tatsächlich ein Ausdauer und dann wieder Herzen. Ach, Kryo-Modul, echt jetzt? Triffst du ein Monster oder ein Tier mit einem Pfeil am Kopf, hat der Aua im Kopf. Wie lange gehen du schon hängt vom Pferd ab, suche nach voll geilen Wildpferden. Ja, habe ich, aber das hat mich immer runtergeschmissen. Jetzt habe ich nur meinen Esel. Blöder Esel. Oh, das ist nachgewachsen. Oder habe ich ja gar nicht mitgenommen? Dich habe ich einfach nicht mitgenommen, tatsächlich. Gut. Wo war jetzt die Statue? Kann ich nicht einmal an dir beten? Nein? Auch cool. Auch cool. Du hast eine Sidequest. Ja, irgendwann. Im Moment nicht. Im Moment will ich einfach nur beten. Da ist es. Lauf, Lonki! Lauf! Und wir haben es Ausdauer. Ausdauer finde ich cooler. Ja, möchtest du Ausdauer? Ja, bitte. Ja. Wie sehen die nochmal aus? Ach ja, komisch. Komisch sahen die aus, das ist korrekt. Ist ihn. Er hat ihn gegessen. Yay, maximale Ausdauer ist... Das sind Fünftel und keine Viertel. Och nö. Alles klar, never ending LP. Falls euch diese Folge jetzt aber gefallen hat, dann noch bitte positiv bewerten, kommentieren, abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wo wir dann mit dem Soraman reden und gucken, was wir dann machen müssen. Terminus raus. Was ist da drüben? Ich weiß es nicht. Und tschüss, guck mal. Da ist der. Hallo. Hallo.